Ich komme gerade direkt vom Arzt. Dieser sagte mir, dass mein Kreuzband gerissen ist. Zusätzlich noch etwas am Meniskus. Das bedeutet für mich, 2024 gibt es keine MMA für mich. Aber nichtsdestotrotz finde ich, ist das nur eine Challenge nochmal an mich selber, zu zeigen, wie sehr ich es wirklich will, wie sehr ich bereit bin, dafür zu tun. Die Vorbereitung hat begonnen seit Sommer eigentlich, weil viele Kämpfe hätten anstehen sollen. Ich bin im Sommer nach Kosovo geflogen, nach Pristina, in 038 Fight Club und hab da die Vorbereitung begonnen, zusammen mit Lirim. Und das war im Juni. Wir waren unten eine Woche, haben ganz, ganz heftig trainiert, wirklich mit vielen starken Leuten, mit NFC-Champion mittlerweile, Florim Zendele, der den Titel gewonnen hat, Alin Berisha, Luan Emere, die wirklich mir sehr viel geholfen haben, von denen ich auch viel lernen konnte. Und da ist schon die Vorbereitung begonnen eigentlich. Und von da habe ich in Wien weiter Gas gegeben. Es gab immer wieder kleine Ausfälle, kleine Verletzungen, aber ich habe eigentlich durchgezogen, seit Sommer 6 Monate durch. Dann ist aber der Kampf ausgefallen, das ausgefallen. Aber ich war eigentlich immer im Training, wirklich durchgehend, Tag, Nacht, zweimal am Tag. Und dann hat es ergeben, dass ich bei der Tosun Fight Night, eben am 2. Dezember, gekämpft habe. Also, und da habe ich auch einen kleinen Gegner bekommen. Und dann haben wir uns darauf fokussiert. Ich habe im Goddess mich vorbereitet und im Hero Gym. Stand-up viel mit Liam Labinot gemacht. Ringen, Grappling viel im Hero. Und die Vorbereitung war eigentlich ganz gut. Bis viele private Dinge, die mir dann immer wieder rausgerissen haben, aber 2 Wochen vor dem Kampf. Und zwar, ich hatte das letzte Sparring, ich habe mit Can gespart und er hat mein Single Leg gehabt, wollte mich auf den Boden holen. Ich wollte mich drehen, er dreht auf die andere Richtung und in meinem Knie explodiert es einfach nur. Boom. Ich klappe zusammen und denke mir so, scheiße, ich kann nicht gehen, ich kann nicht aufstehen. Ich kann nicht auftreten. Ich denke mir so, scheiße, das kann es jetzt nicht sein. Ich habe mich seit ein halbes Jahr vorbereitet. Es gab so viele Leute, die nur darauf gewartet haben. Meine Sponsoren Limibau, die mir alles ermöglicht haben. Vom Kosovo-Training bis Trainingslager und allem drumherum. Ich denke mir so, scheiße, das kann es einfach nicht sein. Meine Eltern kommen, ich habe meiner Familie erzählt. Alle meine Brüder haben sich gefreut, Freunde. Ich kann einfach nicht absagen. Es war ziemlich, ziemlich beschissen in dem Moment. Ich habe auch 3 Tage nichts gemacht, mich bei den Trainern nicht gemeldet, gar nichts. Und dann konnte ich auftreten, war beim Arzt, habe einen guten Arzt gehabt, der mir da geholfen hat. Nach 3-4 Tagen konnte ich schon langsam gehen wieder. Und nach 4-5 Tagen konnte ich trainieren, aber ziemlich leicht und bis zum Kampf eigentlich nur wirklich nur basic Sachen, ein bisschen Platz, ein bisschen bewegen, was ziemlich beschissen war mit dem Weight Cut. Aber im Endeffekt haben wir es mitbekommen und was dann ganz, ganz beschissen war, 2 Tage vor dem Kampf, wo ich schon gestorben bin wegen dem Gewicht, ich musste auf 66 Kilo und war auf ca. 68,569. Labinot ruft mich an und sagt mir, der Gegner ist ausgefallen. Ich bin gerade am Auto gefahren gewesen, ich bin rechts stehen geblieben und bin ausgerastet. Ich habe das Auto zusammengekaut, ich bin einfach so ausgerastet, weil es ist so viel schon passiert, so viel Scheiße gelaufen dieses Jahr. Ich habe zuletzt im Jänner gekämpft, ich hatte einen Autounfall, wo ich dann 3 Monate ausgefallen bin, mein Knie ist Meier gegangen, also wirklich so viele Scheißsachen. Weil ich mir gedacht habe, das kann es ja nicht sein, jetzt gibt es auch keinen Gegner. 2 Tage davor, alle planen schon damit, ich habe jetzt alles dafür gegeben, alles drumherum. Und habe mir gedacht, scheiße, 10 Minuten später, ja, es gibt einen Ersatz. Ich sage einfach, passt, ist aber eigentlich ein 77er, denke mir so, ja, passt. Scheißegal, der soll einfach am Samstag um 15 Uhr das Gewicht haben. Und zwar, der darf nicht über 75 Kilo sein. Weil ich habe mir gedacht, komm, bis 75 Kilo, bis Samstag schaffe ich auch aufzuladen und dann wird es schon passen, okay? Okay, so, lange ist es her, lange gab es kein Video mehr, aber jetzt mit Unterstützung von Ramon kommt jetzt ein neues Video und jetzt nach langer Zeit kämpfe ich auch endlich wieder und zwar morgen endlich wieder nach langer Zeit in Wien und ein guter Kampf startet mit dem guten Haarschnitt, deswegen komme ich immer zu Aras, hier im 12. Bezirk, Friseur meines Vertrauens, der Friseur ist noch wichtiger wie die Frau, ja. Ohne guten Friseur kommt man nicht weit. Die Veranstaltung hat mir schon einen neuen Gegner gefunden und die haben mir gleich zugesagt, wie er heißt, wie gut er ist, weiß ich selber noch nicht, wenn wir später morgen im Ring erfahren. Aber egal was, Hauptsache wir kämpfen morgen. Am Freitag war die Waage, das Face-Off, sieht man eh alles im Video, mein Gegner war leider nicht da, der von Can auch nicht.
Ich dachte, scheiß drauf. Hauptsache der Kampf steht. Danach sind wir Kennis gegangen. Ich sehe alles auf Video. Und dann ging es uns eh super. Wir haben gegessen, all die miesen Zeiten. Das ganze Jahr ist bei mir vorbeigebissen, wo ich diesen Burger gebissen habe. Die Aufnahme haben wir, glaube ich, auch. Einfach Tagesablauf. Okay. Was hast du gemacht? Okay, passt, ich erzähle. Um 7 Uhr in der Früh bin ich aufgestanden. Ich habe auch mal einen 3 Liter Spermashake getrunken für Proteine. Na, Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Ich bin gespannt auf alle Fälle auf morgen. Wie viel Kickboxen hast du jetzt? Ich habe so um die 70, also plus minus 1, 2, 68, 71. Ich habe irgendwo bei 60 habe ich aufgehört zu zählen. Flex. Flex um Leben. Ich habe auch ur viele K.O.s. Ur viel. Auf K.O. gegangen, oder was? Ach, ist auch vorgekommen. Ist auch vorgekommen. Aber ich schwöre, beste Gefühl, du warst auf, Bruder. Schaust in den Luft. Jemand zählt, 7, 8. Du stehst nicht auf, Bruder. Gehst in die Kabine, vanst ein bisschen. Ist auch gut. Schreibst urfetten Text, ur viele Freunde schreiben dir, Bruder, alles gut. Kann man machen, Bruder. Ur viele Likes. Sie sagen, comeback egal, comeback stronger. Morgen, Schala und ich, Argent. Zweite Runde, wir legen uns hin. Schön, wir gehen K.O., dass uns keiner aufgenervt wird. Was sagst du? Fett Instagram-Text. Schön. Halt, machen wir. Meine Brüder haben mir Bandagen und alles organisiert für den Abend. Und genau, eigentlich nur ausgeruht, zu Hause gegessen, mit Jan telefoniert, wie es ihm geht. Der hat mir dann erzählt, dass er seinen Proteinshake getrunken hat in der Früh, seine 3 Liter. Falls du dich erinnern kannst, seine spezielle Proteinshake. Und das war eigentlich, wie er sich fühlt, wie ich mich fühle. Und ich sag so, ich habe es einfach nicht glauben können, dass ich noch kämpfe, weil so viel dazwischen gekommen ist. Aber es hat eigentlich alles gepasst. Und dann hat mich schon ein Freund abgeholt. Sind wir Richtung Halle gefahren. Es war ziemlich viel Schnee. Und dann habe ich irgendwann Ramon geschrieben, wie es bei ihm ausschaut, wann er bei der Halle ist. Er hat mir geschrieben, dass er sich ein bisschen verspäten wird. Dann habe ich gesagt, ja, passt, kein Problem, ich bin schon mal Richtung Halle. Und dann habe ich schon Trafo gesehen, der auch in meiner Ecke war. Trafo, wie immer, mein Schatz, nimmt mir gleich die Tasche ab und geht mit mir in die Halle. Und die Halle sah ziemlich cool aus, war wirklich geil. Ich komme rein und es waren schon ein paar Leute da und ich sage so, es hat sich einfach so geil angefühlt, nach so einer langen Zeit wieder in die Halle zu kommen, dieses Gefühl zu haben, das ist so mein Tag heute, das ist der Ring. Wir sind zum Ring gegangen, der Ring war ziemlich klein. Aber es war eigentlich scheißegal. Es hat sich einfach gut angefühlt, wieder da zu sein, zu wissen, okay, kämpfen. Und ich hatte den letzten Kampf des Abends. Es war auch nur, das hatte ich noch nie, es war das erste Mal und es hat sich auch gut angefühlt. Also es war wirklich, hat eigentlich alles gepasst. Und dann habe ich aber nur Ramon gefragt, wie lange er noch braucht. Und dann ist da das bisschen schief gelaufen, aber das soll Ramon selber erzählen aus seiner Perspektive. Er kann es am besten erzählen. Der ursprüngliche Plan war natürlich, dass ich im Kampf auch dabei bin mit der Kamera, dass ich auch den Kampf eben mitfilme, die Fight Night. Und ich habe auch meinen Sohn sozusagen eingeladen, dass er auch mitkommt, dass ich das anschauen kann. Haben uns schon extrem gefreut auf den Abend. Und ich habe dann schon gesehen untertags, dass halt immer mehr Schnee gekommen ist. Ich glaube, es war schlimmster Schneesturm seit 10 Jahren hier gefühlt bei uns. Und ich bin ja knapp außerhalb von Wien in einer Kleinstadt hier in Puckersdorf. Und je später es geworden ist, desto schlimmer ist auch der Schnee geworden. Und ja, wie es dann Abend war, habe ich halt irgendwie realisiert, dass es super schwer wird, hier irgendwie rauszukommen. Es sind keine Züge mehr gefahren, keine Taxis mehr gefahren, der Bus ist nicht mehr gefahren. Es waren, glaube ich, hier auf der Hauptstraße 20 Unfälle an dem Abend. Und ich habe dann irgendwann einmal aufgeben müssen einfach. Ich bin dann mit der Kamera durch den Schnee irgendwie geirrt und habe irgendwie versucht, den Weg zu finden, nach Wien zu kommen. War unmöglich an dem Abend. Ja, und habe dann halt anrufen müssen und sagen müssen, dass ich es leider nicht schaffe. Urschlechtes Gewissen natürlich gehabt, aber habe einfach gehofft, dass der Kampf gut ausgeht. Und beim nächsten Mal bin ich dafür garantiert irgendwie besser vorbereitet. Und ich hoffe, der Kampf ist dann im Sommer und nicht am schlimmsten Schneefall des Jahrhunderts. Aber ich bin froh, dass alles gut gelaufen ist, dass der Kampf gut ausgegangen ist. Und wir haben jetzt hier das Footage bekommen von anderen Leuten, die mitgedreht haben. Heutzutage hat zum Glück jeder ein Handy dabei. So, jetzt zu den Kämpfen selber. Und zwar angefangen bei Jan. Okay, ich schaue jetzt am Handy mit und sage einfach was dazu. Und zwar Jan war ziemlich gestresst. Von Anfang an, weil ein paar Sachen schiefgelaufen ist, er war ziemlich aggro, hat sich aber dann ziemlich gut im Griff bekommen und war dann schon mental ziemlich ready für den Fight. Hier gerade wird er schön eingeschmiert von Liri.
Das taugt ihm sehr. Es war für Can sein allererster MMA-Kampf. Und ich muss Can wirklich sagen, also offen und ehrlich, alle, die die Wiener Kampfschutzszene kennen, die, die ihren ersten MMA-Kampf machen im Pro-Bereich, holen sich alle einen Aufbaugegner, der sich hinlegt nach einem Schlag. Der legt sich sofort hin. Can aber hat einen genommen, der schon 40 MMA-Kämpfe hat. Also Can ist natürlich auch erfahren, der hat über 70 K1-Kämpfe, ist ein sehr guter Striker. Aber jeder, der selber Kampfschutz macht, kann mir zustimmen, dass Kickboxen und MMA einfach zwei verschiedene Sportarten sind. Das Stand-up ist ganz anders, das Verhalten ist ganz anders, die Schläge sind anders, alles ist anders. Und für Can war es der erste Kampf. Und wie er war, sehen wir gleich. Und jetzt kommt schon Can. Kam. Bestes Einlaufslied. Hörst du es, Ramon, unser Einlaufslied? Lass dir auf noch aus dem Zoo. Man sieht gerade auf dem Video, ich war die ganze Zeit neben ihm. Also ich sag ehrlich, ich war mehr aufgeregt bei seinem Kampf, wie bei meinem eigenen. Also ich weiß auch nicht wieso, aber ich war wirklich sehr, sehr aufgeregt. Und wie ich mich nach dem Kampf gefühlt habe, erzähle ich gleich. Und das erzähle ich gleich, weil dann könnt ihr es auch besser verstehen. Aber hier läuft er gerade ein. Da schreit er die Leute an. Da geht's schon los. Hier, Can bewegt sich im Stand-up, ganz langsam, ganz locker, spielt sich, harter Innen-Low-Kick, Auslagenwechsel, blockt den Kick. Wieder Auslagenwechsel. Gute Feints. Und Can reversed ihn sogar und liegt oben auf ihn drauf. Und das war eigentlich der ganze Kampf. Dann Gegner probiert die ganze Zeit ihn runterholen, klammert sich um ihn rum wie ein Affe. Das Hauptsache, er pickt an ihm und kriegt keinen Schlag ab. Und probiert sich festzuhalten an ihm und probiert die ganze Zeit einen Armbar oder eine Triangle anzusetzen. Und wieder, kriegt ihn wieder auf den Boden. Also wirklich, der hat alles verteidigt. Und hier setzt er gerade zum sehr tiefen Armbar. Und hier sieht man, Can war sehr, sehr tief drinnen. Also der Arm war schon durchgestreckt. Ich hatte im Kopf, dass Can tappen soll, so tief war der. Der Arm war schon komplett durchgestreckt und ich habe gedacht, der wird gleich durchbrechen. Also ich wollte, wenn ich die Ecke gewesen wäre, ich wäre schon kurz davor gewesen, das Handtuch zu schmeißen, weil ich gedacht habe, der Arm ist gleich durch. Aber auf jeden Fall, so war die ganze erste Runde und in der ersten Runde bekommt er dann den Armbar. Und dieser Armbar und ich höre nur, wie es ihm in der Hand Boom macht. Und ich denke mir so, scheiße. Aber er kommt, keine Ahnung, wie Can rausgekommen ist. Can kommt raus. Haut ihn und während er ihn haut, sagt er, Männer, mein Arm ist gebrochen. Und wir alle scheinen, interessiert keinen, mach weiter. Und ich denke mir aber schon so, okay, scheiße, sein Arm ist durch. In der Pause auch, er war wirklich sehr, sehr erschöpft durch das ganze Ringen, immer wieder hoch, runter, hoch, runter. Zweite Runde beginnt, sie sind im Stand-up, vielleicht 30 Sekunden, Can knockt ihn schon an im Stand-up und er geht wieder auf den Boden und wieder, Can verteidigt wieder, reversed ihn wieder, also hat wirklich alles. Can ist ein Stand-Up-Kämpfer und trainiert das nur mit mir. Also er hat kein richtiges Grappling-Training, kein richtiges Ringer-Training. Er hat nur mit mir trainiert und ist aus jeder Submission rausgekommen. Also das soll jetzt kein Eigenlob an mich sein, sondern nur an Can. Er ist aus allem Möglichen rausgekommen, er hat alles verteidigt. Und dann ist es aber passiert, er kommt in den Armbar wieder rein und genau auf den gleichen Arm. Und dann hat ihm der Schiri abgebrochen. Oder und somit hat Can den Kampf verloren. Aber ich sage ehrlich, mit diesem Kampf hat er so viel gewonnen. Er hat sich keinen Aufbaugegner geholt, der es einfach verliert und sich hauen lässt. Er hat einen harten Kampf gehabt. Er hat fast die volle Distanz gekämpft. Er hat eigentlich alles, was ihm gefährlich werden kann, in diesem einen Kampf gehabt. Also ich sage so, Can hat aus dem Kampf so viel gelernt. Und er wird in den nächsten Kampf als ein ganz anderer Kämpfer reinkommen. Also Da lege ich meine Hand ins Feuer. Deswegen an alle, die da waren, Can hat sicher keinen enttäuscht. Can hat wirklich unglaublich performt. Wahrscheinlich viel besser wie jeder andere an diesem Abend. Deswegen kann er wirklich stolz auf sich sein und wir sind alle stolz auf ihn. Das war wirklich eine Orgel-Performance. Und ja, und dann muss ich aber sagen, war meine Laune ziemlich im Arsch. Also ich habe mich so scheiße gefühlt. Es war ganz, ganz beschissen. Meine Brüder sagen auch zu mir so,
was ist, hast du Angst jetzt, willst du nicht kämpfen oder was ist los? Und ich denke, nein, nein, alles gut, aber mir ging es wirklich absolut beschissen nach dem, weil es mir einfach wirklich so leid getan hat, weil Can so brutal gekämpft hat und wirklich auch es nicht leicht hatte. Also er kennt meine, ich kenne seine private Situation, wir sind privat wie Brüder. Und wir beide wissen, wie viel wir haben tun müssen, nur dass wir an dem Tag da sein konnten. Assalamu alaikum. Also ich sag so, ich habe einen ursprünglichen Gameplan. Einfach bin ich einfach durchgegangen. In mehr oder weniger in der Hoffnung, dass es einfach gleich bleibt. Also ich sag so, am Ende war es so emotional und dann am Ende habe ich gewusst, egal was sein wird, der Gameplan wird heute nicht funktionieren. Ich werde am Ende alles übers Herz machen müssen. Aber eigentlich sollte man einen Gameplan haben, das ist schon sehr amateurhaft. Also an all meine zukünftigen Gegner keine Sorge, in Zukunft habe ich einen richtigen Gameplan für euch. Hier auf Takedowns mich vorbereitet mit Truffle Reaction auf Takedowns, was genau so gekommen ist, kurz nach Beginn des Kampfes. Das ist so eine geile Szene, wie Lirim tanzt. Man sieht ich und mein Bruder voll fokussiert. Lirim hinten am Abdancen. Flagge mitgenommen, mein Bruder hinter mir, Lirim vor mir. Alle, die ich brauche. It's time for the final fight of the night. Da ist wirklich begonnen bei mir, dieses Kribbeln und wo ich richtig gefühlt habe, okay, jetzt kein Weg dran vorbei. Jetzt das erste Mal in Wien, nach 2 Jahren hier leben, jetzt ist alles oder nichts. Ich krieg jetzt auch Gänsehaut, wenn ich das so sehe. Da krieg ich Gänsehaut. Also wirklich, es gibt glaube ich keinen emotionalen Moment, wenn man einläuft, besonders zu diesem Lied. Also alle, die es verstehen und wissen genau, was die Lyrics sind. Dann mit den Trainern, die Tag und Nacht Lirim, der mit mir in Kosovo war, der mich privat bei allen Problemen begleitet hat seit einem halben Jahr. Endlich dieses Gefühl zu haben, Richtung Ring zu gehen. Und jetzt beginnt es unbeschreiblich, emotional, heftig, gefühlsmäßig, einfach brutal. Es gibt wirklich keinen schöneren Moment eigentlich. An alle, die da mich gerade gefilmt hatten, bitte markiert mich wenigstens das nächste Mal. Allein diese Leute da hinten zu haben, Trafo, Can, meinen Bruder, Lirim, Labi, also ich könnte mir kein besseres Team hinter mir wünschen, wirklich. Einer hat noch gefehlt, Arian. Schade, dass du nicht da warst, aber das nächste Mal. Eine Sache kann ich im Nachhinein sagen. Ich war die ganze Zeit wirklich gut drauf und dann stehe ich aber im Ring. Ich schaue den Gegner so, ich wollte so ganz, ganz ernst und böse wirklich schauen so an. Auf einmal schaue ich so runter und ich sehe seine Hose. Und ich sehe die Octagon-Hose. Und ich denke mir so, scheiße. Wer steht jetzt vor mir? Der hat bei Octagon gekämpft. Scheiße, wer ist das? Also es gab eine Millisekunde, wo ich kurz raus aus dem Fokus war. Aber es war so eine Millisekunde, aber die Millisekunde gab es. Die wird es aber beim nächsten Mal nicht mehr geben. Nächstes Mal kann er eine UFC-Hose haben. Außer Rakic steht drin, dann laufe ich wieder raus. Und da war schon, wo er nach rechts gegangen ist, habe ich mir schon gedacht, kleinen rechten High-Kick setzen. Wer wollte ich setzen? Aber ich habe mich so unwohl gefühlt wegen meinem Knie und wirklich so instabil. Deswegen bin ich sehr, sehr tief gestanden von Anfang an und wollte einfach Pressure machen. Er arbeitet mit der Führhand. Aber kein gutes Distanzgefühl bis dahin. Ich mache einen Jab, sehe, es funktioniert voll, bin 1, 2, 3 rein. Er will zum Takedown gehen. Ich sprawl aus und bin in seiner Halfguard. Ich muss sagen, er hat ziemlich viel Kraft gehabt, also ich bin nicht so leicht weggekommen. Hier hört man schon die Ecke, aber wirklich, ich konnte nicht auf, ich habe es probiert zu dem Zeitpunkt. Ich bin noch in der Halfguard. Probiere weg, mich zu lösen, ging noch nicht. Irgendwann bin ich in die Mount. Aber er drückt mich noch sehr dagegen, dass ich mich nicht lösen kann. Dann haben wir ein bisschen Fußfight gehabt, bisschen, hier sieht man, hört man Rilin, wie er sagt, auf Albanisch, lass ihn nicht los, ich glaube, das hat die ganze Halle gehört. Hier probiere ich ihn auszuspoilen, aber ging noch nicht, er war, muss ich sagen, sehr, sehr kräftig. Und ich komme einfach nicht weg. Da hat er mich probiert zu reversen.
Hier macht dann Druck runter auf ihn. Hier hört man schon Labic Atashmir. Labic wusste, es passt. Und jetzt irgendwann habe ich mich geschafft zu lösen. Und hier habe ich den ganzen Frust seit Sommer, was ich hatte, ich glaube, alles rausgelassen, was auf dem Herzen ist. Ich habe von Labi schreien gehört und Kadaul, also langsam auch überall nicht. Und dann war es schon vorbei. Spiel hat abgebrochen und hier sieht man, ich bin emotional komplett ausgerastet. Ich hänge nur auf den Ringseilen, schaue zu meiner Familie, zu meinen Freundinnen, zu meinen Sponsoren und auf die Art so, ich habe es euch doch gesagt, es hat zwar lange gedauert, aber es ist passiert. Raste komplett aus, bisschen zu viel, es tut mir leid im Nachhinein, aber es war einfach sehr emotional. Hier Lerim, der mich auf den Rücken nimmt, wirklich vielen Dank. Lerim hat alles mit mir miterlebt. Deswegen, dass immer die Leute ausrasten, wirklich vielen Dank an alle, die da waren. Samet habe ich auch die ganze Zeit gehört, danke dir. Hier, wie mein Vater sich freut, meine Brüder. Guter DJ. Hier hört man, wie ich Alban hochrufen will. Er ist dann auch hochgekommen. Da sieht man mich nochmal am Ausrasten. Und dann schon sind wir hier beim... Der Gegner sehr sportlich, hat applaudiert, also schöne Grüße nochmal. Da hat man meine Brüder nochmal schreien. Und hier habe ich nochmal alles rausgelassen und nochmal als Dankeschön an Brothers Gym. So, auf jeden Fall, das war der Kampf. Es war ziemlich schnell. Es war einfach ein sehr erleichterndes Gefühl. Und wie gesagt, ich möchte mich nur nochmal bei allen bedanken. Es war aber, wie gesagt, noch ein ganz kleiner Step in der ganzen Karriere. Es ist noch alles vor mir. Es war schön, es war hart, aber es ist jetzt hinter mir. Es war kurz, habe ich mich freuen können an dem Abend, aber jetzt geht's weiter. Und jetzt ins neue Jahr, härter, besser wie letztes Jahr. Jetzt mit der Verletzung, viele würden daran kaputt gehen, aber mich macht es nur noch hungriger. Und wie gesagt, es ist zwar eine Verletzung, es ist eine OP, aber das heißt nicht, dass es eine Pause geben wird. Das auf gar keinen Fall. Es wird einfach nur ein paar Kleinigkeiten verändern. So probiere ich das Ganze zu sehen. Und eine Sache auf jeden Fall, alle in meiner Gewichtsklasse, ihr habt zwar einen kleinen Vorsprung, aber früher oder später werde ich mir jeden einzelnen von euch holen. Das ist so dramatisch. Warte, ich bin jetzt in keinem Film.